Krüger, Wale sind normalerweise nur rund um den Nordpol anzutreffen. Doch am Zusammenfluss von St. Lorenz und Saguenay lebt die südlichste Population unseres Planeten. In der letzten Eiszeit hatten Gletscher den Zugang zum nahen Atlantik abgeschnitten. Die Belugas konnten nicht mehr zurück. Der Fahrtwind ist schneidend kalt. Die Ranger sagen, der Saguenay wirkt als Klimascheide. Der Temperaturunterschied zwischen beiden Ufern kann mehrere Grad betragen. Dieses arktisch beeinflusste Mikroklima ist ein Grund, warum ungefähr 1200 Belugas hier überleben können. Fett und Haut sind zusammen bis zu 30 cm dick, ein perfekter Schutz gegen Kälte. Mit seiner Melone, der kugelförmigen Stirn, kann der Beluga Ultraschallsignale aussenden. Über die Reflexionen dieser Impulse kann er seine Umgebung auch im trüben Wasser wahrnehmen. Diese Laute sind auch für andere Lebewesen spürbar und verunsichern die kleine Robbe. Was die Robben noch irritiert, sind die anderen Geräusche, die Belugas machen. Sie sind wahre Stimmwunder und werden auch Kanarienvögel der Meere genannt. Vom St. Lorenz-Strom geht es auf dem 50. Breitengrad 1000 Kilometer weiter nach Osten. Unsere nächste Station ist die Südspitze Neufundlands. Südöstlich von Neufundland stoßen zwei gewaltige Meeresströmungen zusammen. Der von Norden kommende eiskalte Labrador-Strom trifft auf den warmen Golfstrom und teilt ihn. Es ist ein Hexenkessel der Gezeiten, Winde und Wellen. Schon aus der Luft sind sie zu sehen. Buckelwale. Der fast 15 Meter lange Bulle bläst. Und wir sind so nah, dass wir seinen Atem riechen. Es stinkt noch minutenlang nach verfaultem Fisch. Doch wenn einer dieser 25 Tonner abtaucht, bekommt man, ja, so etwas wie Ehrfurcht. Die Wale sind hier überall. Mehr als 2000 sind aus der Karibik hierher in den Norden gereist. Jetzt wollen wir es mit zwei Kameras auch unter Wasser versuchen. Die Tiere wollen keinen Kontakt und schwimmen weg. Für uns sind sie viel zu schnell. Doch was dann passiert, haben wir nicht erwartet. Auf einmal bleiben die Wale. Doch das Wasser ist so trüb, dass wir selbst aus ein paar Metern Entfernung nur das Leuchten der weißen Brustflossen sehen. Egal wo wir ins Wasser springen, egal wie nah der Wal ist, kaum Sicht. Es gibt nur eine Chance. Wir müssen direkt neben die Riesen. Mal ins eiskalte Wasser. Ganz nah und doch nichts. Und der Kleine kommt auf 12. Und dann, ganz plötzlich, wird es unter Wasser klarer. Statt 3 Meter haben wir jetzt fast 10 Meter Sicht. Unsere Bootsleute nennen es Slack Tide, der höchste Punkt der Flut. Unsere einzige Chance. In ein paar Minuten wird das Wasser wieder sein wie vorher. Jetzt brauchen wir noch einen Wal ganz nah. Jedes Tier hat seinen eigenen Charakter. Manche sind neugierig, andere wirken eher ängstlich und verschwinden. Wir müssen unsere letzten Kraftreserven mobilisieren. Ein Flossenschlag des Riesen
und er ist uneinholbar weit weg. Das Weibchen kommt zurück und schaut uns direkt in die Augen. Die Brustflossen sind so groß wie ein Mensch. Vielleicht ist es nur neugierig. Auf jeden Fall lässt sie uns so nah heran wie kein anderer Wal zuvor. Und dann passiert es. Es war unser Fehler. Wir hätten wissen müssen, dass sie Abstand halten will. Ein Flossenschlag dieser Riesin kann einem Menschen alle Knochen brechen. So da und hat mit der Flosse dafür so geschlagen. Oh, es ist so verdammt früh. Ich hab den... oh. Hey! Entschuldige! Unser Bootsführer will nicht locker lassen. Der nächste Wal ist schon da. Doch wir haben genug für heute. Das ist jetzt unsere Fluke. Die erste, die wir ganz in Ruhe genießen. Auf der geografisch isolierten Insel Neufundland gibt es kaum Säugetiere. Dafür leben hier umso mehr Seevögel. Die Steilwände sind die Hochhäuser der Seevögel. Die Trottellummen brüten hier auf dem blanken Fels. Die Verluste auf den engen Simsen sind hoch. Die drei Zehenmöwen sind da vorsichtiger. Trottellummen suchen sich erst mit 4 oder 5 Jahren einen Partner und kehren dann zum Brüten an den Ort ihres Schlüpfens zurück. Nur ein paar hundert Meter weiter befindet sich eine der weltweit größten Kolonien von Basstölpen. Die Paare bleiben ihr ganzes Leben zusammen. So ist es leichter, die ewig hungrigen Küken großzuziehen. Um diese Jahreszeit jagen die Eltern abwechselnd. Wenn ein Vogel einen Fischschwarm entdeckt hat, kommen hunderte andere schnell dazu. Vor einem einzigen Vogel können die Fische leichter flüchten. Wenn aber viele Vögel gleichzeitig von allen Seiten angreifen, wird es für den Schwarm Lodden schwierig zu entkommen. Mit mehr als 100 Stundenkilometern durchschlagen die Tölpel die Wasseroberfläche und tauchen bis zu 25 Meter tief. Die Lodden versuchen, mit einheitlichen Manövern einen Großfisch zu imitieren. So ist der einzelne Fisch kein fokussierbares Ziel mehr. Doch die Tölpel haben ebenfalls eine Strategie. Sie treiben sich die Fische gegenseitig zu. Der Körperbau der Tölpel ist auf dieses Manöver zugeschnitten. Das Brustbein ist lang und kräftig wie ein Schild. Zusätzlich schützen Luftsäcke unter der Haut die Eingeweide beim Aufprall aufs Wasser. Doch egal, wie viel die Tölpel auch erjagen, der Schwarm bleibt dennoch groß genug. Am nächsten Morgen treibt vor unserer Unterkunft ein Eisberg. Mitten im Juli. Ein Reisender aus Grönland. 3 Jahre dauert die über 3000 Kilometer lange Reise bis hierher zum 50. Breitengrad. Die milchige Farbe entsteht durch Lufteinschlüsse im jahrtausendealten, hart verdichteten Schnee. Deshalb schwimmt der Eisberg. Die blauen Eisbänder belegen, auch damals, vor über 10.000 Jahren, taute es. Denn die blaue Ader ist pures Eis ohne Lufteinschlüsse. Meerwasser und Dünung haben bizarre Formen in den Eisberg gefräst. Ein Narwal. Eigentlich halten sich Narwale in der Nähe des Packeises weiter im Norden auf. Das Tier, ein unerfahrenes Männchen, hat wahrscheinlich den Eisberg begleitet. Nur männliche Tiere bilden in der Regel den Stoßzahn aus. Der linke Eckzahn bohrt sich durch die Oberlippe. Ah!
Sich einem Eisberg unter Wasser zu nähern, ist immer ein Risiko. Als er auf Grund läuft, droht er zu zerbersten. Bricht der Berg auseinander, wird unser Schlauchboot von der Flutwelle verschluckt werden. Von Neufundland aus geht es 3.500 Kilometer quer über den Atlantik. In dieser blauen Wüste auf dem 50. Breitengrad Tiere aufzuspüren, ist kaum möglich. Leichter ist es, sie rund um die Inseln in der Irischen See zu finden. Fast am Ende unserer Reise auf dem 50. Breitengrad sind wir wieder in Europa. Wir hoffen, hier auf ein Tier zu treffen, das als Reisender zwischen den Kontinenten gilt. Der zweitgrößte Fisch der Erde ist immer auf der Suche nach Plankton. Den bis zu 12 Meter langen Riesenhai im Meer zu finden, ist schwierig. Denn anders als die großen Meeressäuger müssen Riesenhaie nicht zum Atmen an die Oberfläche. Rundkopfdelfine. Sie sind für ihre Sprünge und Spielereien mit Artgenossen bekannt. Dabei kann es auch ruppiger zugehen, wie die tiefen Kratzer auf der Rückenflosse zeigen. Plötzlich zieht Nebel auf. Hier vor England trifft der warme Golfstrom auf kältere Luftmassen. In dieser Suppe weiterzusuchen, ist zu gefährlich. Die Küsten vor Neufundland und die vor Europa, nur scheinbar sind es getrennte Regionen. In Wirklichkeit ist der Atlantische Ozean auf dem 50. Breitengrad ein zusammenhängendes Ökosystem. Auch Kegelrobben und Seehunde sind auf beiden Seiten des Atlantiks heimisch. Wie ihre Verwandten in Kanada warten sie auf die Flut, um zu jagen. Zur Jagd sind die Kegelrobben und Seehunde hüben wie drüben in Kelpwäldern unterwegs. Nur die Beute variiert. Das Jungtier hat einen Katzenhai aufgescheucht, eine leichte Beute. Doch mit einem Schwanzschlag überlistet er die unerfahrene Robbe und verschwindet im Algendschungel. Der Kelp bildet im gesamten atlantischen Raum ein wichtiges Ökosystem. Wie die Bäume über Wasser liefert er Schutz und Nahrung. Mit fingerartigen Haftkrallen sind die meterlangen Großalgen am Fels verankert und trotzen stärksten Strömungen. Schnecken grasen die großen Blätter ab, die mit einzelligen Algen bewachsen sind. Die Artenvielfalt in den Kelpwäldern bietet den Robben ein reichliches Nahrungsangebot. Anders als in Kanada werden Kegelrobben und Seehunde in der Irischen See nicht mehr vom Menschen gejagt. Trotzdem sind sie fast genauso vorsichtig wie die in Kanada. Schon ein entfernt vorbeifahrendes Motorboot lässt die Tiere unruhig werden. Wo Quallen sind, sind oft auch Riesenhaie. Beide Arten fressen nämlich dasselbe, Plankton. Winzige Krebschen und Fischlarven, filigrane Lebewesen, so klein, dass sie nur in ihrer Gesamtheit als trübe Wolken sichtbar sind. Quallen wenden eine spezielle Jagdmethode an. Aus ihren Tentakeln schießen sie giftige Pfeile, mit denen sie ihre Beute durchbohren und töten. Die Nesseltiere sind an der Oberfläche, weil auch ihre Nahrung, das Plankton, nach oben gestiegen ist. Nur die gelbe Haarqualle jagt andere Quallen. Thank you.